Au, jetzt hast du uns erwischt. Es sind zu viele Schatten hier. Ich schaff das immer noch nicht, glaube ich. Ich versuch's noch einmal. Die Schatten können sich nämlich so schnell wieder neu formieren. So. Stellt euch mal hier hinten so auf. Und. So. Ja. So, stellt euch mal so hier auf. Fenris, du ziehst los und pulst die. Genau, so. Dorenz macht schon mal Schutz. Du wirfst schon mal einen Feuerball. So. Fenris, du kannst dich auch ruhig einmischen. Seht ihr das? Das ist unmenschlich. Nein. Keine Chance. Keine Chance. Die Schatten sterben nicht schnell genug, als dass sie respawnen. Das ist echt zu viel. Ich will nichts sagen, aber diese Schatten sind echt zu imber. Vor allem, wenn es so viele sind. Es sind, glaube ich, 5 Schatten und 3 von den Geistern. So, gehen wir jetzt erstmal nach Farnheim und geben die Queste ab. Und dann geht es endlich mal ins Urfeuer. Dann lassen wir erstmal den Leuchtturm mit den Geistern gut sein. Ich glaube, der ist einfach nur zu schwer für uns. Da brauchen wir wahrscheinlich noch mindestens 2 Level höher. So. Also erstmal kurz gucken. Wir müssen da hinten ins verkohlte Fass. Gib mal Speed, weil viel haben wir nicht vor hier. Edelmänner. Wie heißt du? Jalistra, die Palzerkerin. Was auch immer das sein soll. Edelmann, Edelmann, Tür. Jetzt hoffe ich mal, wir kriegen noch was Gescheites von ihm hier. So, Tristwin. Welcome. Der Elf betrachtet dich und deinen Rucksack. Hast du es geschafft? Hast du das Medaillon von Serre? Noch nicht. Habe ich es zufällig da dabei? Ich habe es unter Questgegenständen wahrscheinlich. Macht plus 2. Oh. Das wäre was für Edda. Good day, Stranger. Hier hast du dein Medaillon. Tristins Augen sind so weit und rund wie das Artefakt sein. Du hast meinem Volk ein Geschenk gemacht, das wir niemals zurückzahlen können. Aber ich werde tun, was ich kann. Er drückt dir einen Ball mit Münzen in die Hände. Das ist alles, was ich habe. Nimm es bitte. Nun ja, es ist nicht alles, was du hast. Natürlich, er zieht die Ringe von seinen Fingern und schlüpft aus der schicken Gruppe. Sie hat mir ohne Hunde nur gepasst. Nimm sie mit meinem Segen. Okay.
2000 Kupferpfand und das, was wir ihm noch abnehmen konnten. Gewandtheit und Athletik. Ah. Was trägt sie? Abwehr. Was trägst du? Gewandtheit ist, glaube ich, was für dich. So. Oh, kein schlechter Deal eigentlich. Wie sieht's mit der Erfahrung aus? Dauert noch eine Weile. Okay. Wir haben wenigstens ein Drittel von den Kupferpanz, die wir jetzt raushauen mussten, zurückbekommen. Obwohl das Amulett auch schön gewesen wäre. Aber da wir keinen bösen Hagrim spielen, machen wir das mal nicht. So, ab ins Urfeuer. Jetzt wird es endlich mal Zeit, dass wir die Orte dort besuchen gehen. Ich glaube, wir gucken uns erstmal den Voditscha-Tempel an. Vermutlich wird man uns da gar nicht reinlassen, deswegen müssen wir wahrscheinlich über die Katakomben rein. So, erstmal kurz umgucken. Tempel von Voditscha. Ah ja, da geht's da runter. Hm? Valianischer Diplomat. Es ist eine große Ehre für die Botschaft in Trutzbuch zu arbeiten. This would be the temple Meerwald spoke of, or what remains of it. Wow. Ein Geist mal wieder. Praise to the exiled queen. May her crown be restored and her justice prevail. Come to pay your respects to the queen that was. Ein Geist schwebt mitten in der Ruine und sagt Segen und Gebete auf. Selbst als die Geisterform sich verzieht und verdreht, bleibt das Gesicht eines älteren Mannes sowie Ruhm von Reichtum und Status Zeugen erhalten. Er wendet sich dir zu. Bist du gekommen, um der Königin, die gewesen war, dein Reste wegzuzahlen? Wer bist du? Lord Ardwellan Rugform III, and pleased to make your acquaintance. I came to the Deerwood on one of the first ships from Adia, and unlike the yokels and hut dwellers around here, I still keep to the old ways. Fürst Atwell Rügfald III. Angenehm, deine Gefangenschaft zu machen. Ich kam mit einem der ersten Schiffe von Edir nach Dürwald. Seine trüben Augen flirren vor Abneigung. Und im Gegensatz zu den Bauerntrampeln und Hüttenbewohnern hier, halte ich noch überall den alten Dingen fest. Es ist wirklich schade zu sehen, was die Einheimischen mit Voditschas Gebetshaus angestellt haben. Mir wurde gesagt, dass ich hier den Tempel von Voditscha finde. And so you did. These savage colonists may have burned it down, but worship of the Oathbinder is alive and well. These stairs lead to the main sanctum. Und das hast du auch. Die nebelhafte Visage des Geistes verzerrt sich zu einem finsteren Blick. Die wilden Kolonisten mögen ihn abgebrannt haben, doch die Eidbinderin wird weiter angebetet und verehrt. Diese Stufen führen in das wichtigste Heiligtum. Welche Stufen? These stairs, of course. The sanctum was always below ground, adjacent to the catacombs, so it wasn't destroyed by the fires. Diese Stufe natürlich. Der Geist zeigt auf einen unzugänglichen Haufen Geröll. Es scheint, als ob der Rest der Ruine über ein Jahrhundert lang unberührt gewesen sei. Das Heiligtum war immer unter der Erde neben den Katakomben gelegen. Deshalb wurde es nicht von Feuern zerstört. Wo finde ich den Eingang? There are various entrances throughout Defiance Bay, but I dare say the easiest to reach is in Copper Lane. I haven't been to that part of town in ages, but as I recall, it's somewhere near the southern gate. Es gibt verschiedene Eingänge in ganz Trutzbucht.
Ich wage aber zu behaupten, dass es sich der einfachste Zugang im Kupferweg befindet. Ich war seit einer Ewigkeit nicht mehr in diesem Teil der Stadt. Nur soweit ich mich erinnere, befindet sich in der Nähe, er sich in der Nähe des Südtors. Was machst du? Worshipping Wudica, the exiled queen and oathbinder. I come every day to offer my devotion. I'd love nothing more than to book passage back to Adia. But it is my emperor's wish that I serve in these barbaric lands. And so I do. Ich bete Wudica an, die verbannte Königin und Eidbringerin. Ich komme jeden Tag, um meine Andacht zu halten. Sein Eindruck verschwindet in Verwirrung. Ich würde nichts lieber tun, als die Rückfahrt nach Edir zu buchen. Doch der Wunsch meines Kaisers ist, dass ich diesen barbarischen Ländern diene. Also tue ich das. Er zuckt mit den Schultern. Erzähl mir mehr über Wudica. A queen among the gods. She oversees laws and oaths. Everything has a rightful place. And Wudica watches over them all. Die dunstigen Züge des Geistes schärfen sich mit Entzücken. Eine Königin unter den Göttern. Sie überwacht Gesetze und Eide. Alles hat einen rechtmäßigen Platz und Wudica wacht über alles. Of course, not everyone accepts this. Even among the other gods, her authority is questioned. But Wudica is also goddess of memory and vengeance. And she remembers. She'll remember every slight and trespass. She reclaims her throne. Der Ausdruck des Geistes wühlt sich auf. Natürlich akzeptieren das nicht alle. Selbst unter den anderen Göttern wird ihre Autorität in Frage gestellt. Wudica ist aber auch die Göttin der Erinnerung und Vergeltung. Und sie vergisst nicht. Der Geist nickt langsam. Wenn sie ihren Thron wieder einfordert, wird sie sich an jede Kränkung und Übertretung erinnern. Du weißt, dass du ein Geist bist, oder? I beg your pardon? Is this some sort of joke where you come from? Verzeihung, ist das eine Art Witz aus deiner Heimat? Ich meine es ernst, zieh dich an. A madhouse. That's what this town really needs. Er schließt die Augen und massiert sich mit den dürren Fingern die Schläfen. Ein Irrenhaus, das braucht diese Stadt. Wir haben ein Sanatorium. Auf Wiedersehen. Preiset die verbannte Göttin. Okay, der läuft da die ganze Zeit rum. Super, das heißt, wir kommen hier nicht runter. Wir können uns nur hier das Gemüse im Garten ansehen. Das Unkraut wächst ungeachtet der vorüberlaufenden Gestandenen dicht und üppig. Justitia. Mhm. So, was haben wir noch? Lass uns heute Abend im verkohlten Fass essen. Ich kann nicht, das ist Handelsabkommen mit Blut, Fockenmilch, bla bla bla. Ach so, ein Edelmann und ein Diplomat. Du heißt Wirbelwind. Okay. Was haben wir denn jetzt hier noch? Wir hätten den Palast und die Valianische Botschaft. Ach, und Burg Schmelztiegel. All these circling feet heading nowhere. Okay, wir gucken wir als erstes rein. Ich würde sagen, in die Botschaft, wenn wir schon dort sind. Da müssen wir auf jeden Fall in die Schmelztiegelburg reingucken, weil wir haben für die Abenteurerhalle ja auch noch einen Auftrag, wenn wir ordentliche Aufträge bekommen wollen. Ambassador Agosti, I would speak with you on a matter of some urgency and great importance. Palegina lächelt breit, als sie den Botschafter anspricht. Botschafter Agosti, ich würde gerne mit Ihnen über eine dringende und wichtige Angelegenheit sprechen. Bevor er antwortet, verschränkt Vincent die Arme vor der Brust und seufzt, als würde er an eine schwere Bürde erinnert. Palegina, wenn das wieder um dieselbe Sache geht, bezweifle ich, dass ich mich leicht überzeugen ließe. Hören Sie auf zu mauern und passen Sie endlich auf? Ich schweig hier lieber mal. Ambassador, I implore you to take a step back and look at this again. Botschafter, ich bitte euch, dreht einen Schritt zurück und betrachtet es erneut. Botschafter Agosti hält seine Hand hoch und fällt Pellegrina lautstark ins Wort. Genug, wir werden nicht nochmal über die Beseeler in Trostbucht sprechen.
Die Wünsche der Duxbels haben sich in unserem letzten Gespräch nicht geändert. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, die Nachrichten über deinen Ungehorsam sind der Duquessa von Biageppe und dem Duke von Silona zu Ohren gekommen. Achso, das müssen die Dux der vom aus Valania oder wie das auch immer nochmal heißt sein. Es gibt Gerüchte, dass man sich bei dir nicht auf die Erfüllung deiner Pflichten verlassen kann. Muss dieses Gerät wirklich die Küsten von Serpento erreichen? Palaginas Gebärden schnell in Erschütterung und Angst um, aber sie schweigte noch. Was bist du denn für ein rücksichtsloser Nichtstuhl? Wenn du und die Dux sie nicht ernst nehmen, dann schieb ab. Botschafter, ich kümmere mich bereits um die von Palaginas gewinnten Angelegenheiten, so wer das einen Unterschied macht. Macht es nicht, aber sollten dich deine Nachforschungen nach Zwillingsulm führen, so wäre das eine glückliche Fügung des Schicksals, denn dorthin muss Palagina reisen. What is it the Dukes need of me, Ambassador?